Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Fallout 4 DLC Nuka World. Wir hatten ein Level Up und ich bin mir eigentlich immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich möchte, aber ich habe nochmal ganz schnell durchgeschaut und so wirklich richtig scharf bin ich auf keinen Perk mehr, auch wenn hier der Nachtmensch mit Intelligenz und Wahrnehmung ganz cool klingt. So wie Nachtsicht, wenn du schleichst. Ja, und Solarenergie ist auch ganz cool. Oder halt ab durch die Mitte. Ich weiß es nicht. Es ist beides cool. Solarenergie, Ich glaube, ich skill einfach mal die Solarenergie. Als erstes. Denn mit der Powerrüstung so in den Nahkampf gehen, das... Ich weiß nicht, ob ich das mal benutze. Dann skill ich lieber hier so ein Passiv. Mal gucken. Ich weiß eh nicht. So viele Level-Ups werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben. Wir sind immer noch im Kraftwerk, Leute. Machen jetzt hier weiter. Ich muss jetzt erstmal schauen. Oh mein... Oh, die Playstation hackt. Werde erstmal Strong ein paar Sachen geben müssen. Ich habe ein bisschen viel Schrott dabei. Boah, ich habe allgemein echt viel dabei. Das ist, glaube ich, sind die ganzen Waffen. Ja, das sind die ganzen Waffen, die ich dabei habe. Die Unternehmer-Scharfschützengewehre, die wiegen eine Tonne. Machen wir das mal so. Ich weiß jetzt nicht, wo die hingegangen sind. Mason läuft ja hier schon vor, Mason und Nisha. Oh, eine Nuka-Cola-Quantum. Nehme ich. So. Das klingt doch ganz gut. Da ist Mason. Wer ist das? Bist du Nisha oder... Ach, du bist Nisha, sorry. Mein Gott. Ihr Raider seht alle gleich aus. Tut mir leid. So, der hat bestimmt wieder ein Scharfschützengewehr dabei, was ich mitnehmen kann. Was total überteuert ist, wollte ich sagen. Überschwert. Überschwert. Wo laufen die beiden schon wieder hin? Die laufen hier viel zu schnell nach vorne. Naja, soll mir egal sein. Sollen die beiden halt vorlaufen. Könnte ich schon mal ein paar Gegner ausschalten. Weniger zu tun für mich. Ich bin ja nicht mehr so scharf auf die Erfahrungspunkte. So, da oben. Oh, ein legendärer. Der nervt mich aber ein bisschen da oben. Einer tot. Oh, was ist... Der ist ja vom Rudel. Wieso ist hier ein Typ vom Rudel? Ja. Chance auf 20% auf Verkrüppeln des Beins. Ach, und ein Scharfschützengewehr hat er auch noch dabei gehabt. Und eine Minigun. Ja, läuft bei ihm. Bin ich schon wieder überladen. Ich weiß nicht, die ganzen Gewehre könnte ich eigentlich mal wegwerfen. Warte mal, ist da Nuka-Cola drin? Keine Nuka-Cola drin, das ist ja enttäuschend. So. Wo geht's jetzt lang? Hier hoch wieder? Okay, da geht's raus. Oder warte mal, geht's hier raus? Nein, hier geht's nicht raus. Hier steht nur Tür. Nicht, dass es dort rausgehen würde. Cool. Eine Abstellkammer. Okay. Bisschen was an Granaten.
Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Ich bin doch richtig, oder? Ich höre auf jeden Fall rumgeballer. Einfach den Schüssen voll. Den Schüssen und den Granaten folgen. Und da muss ich näher ran. Da ist noch ein Ghoul. Sind die einfach an denen vorbeigelaufen gerade eben? Oder wieso ist hier noch in dem Büro hier... Wieso sind hier noch Gegner? Charisma und Intelligenz. Nicht schlecht. Oh, ein Experten-Safe. Das lohnt sich doch bestimmt. Ach Gott. Sag mal, wo ist der denn? Wo geht der denn auf? Ah, fast. Ja. Geschafft. So. Hab ich. Nehme ich. Und weiter geht's. Strong, du bist auch schon wieder am Schlappmachen, was? Strong, du warst gerade besiegt. Du warst am Boden. Wäre ich nicht gekommen, wärst du wahrscheinlich gestorben. Falls das überhaupt möglich ist. Ich hänge fest am Ghoul. Okay, hier scheint es irgendwie durch die Decke zu gehen. Aufs Dach. Okay, dann waren die Leute, die ich da draußen auf dem Dach gesehen habe in der letzten Episode, vielleicht sogar die Bosse. Oder zumindest die Vorhut. Da ist irgendwas. Ja, man kommt raus und die stehen hier direkt. So liebe ich das. Wow. Das ist Nisha, oder? Ah, da ist er ja. William Black. Oh Mann. Gespräch ist wohl nicht mehr. Ich hätte gerne noch ein gutes Gespräch mit euch geführt, aber... so aus. Das steht ja nicht so auf Sprechen. So, waren das alle? Ich könnte nämlich noch was vertragen. Alle 20 Sekunden die Chance von Chance von 30% Nahkampfangreifer in Brand zu setzen. Stelle ich mir irgendwie lustig vor. Irgend so ein Rüstungsteil, was dann Leute in Brand setzt, zufällig. Kraftwerk-Kontrollraumschlüssel. Parler-Garderobenschlüssel. Splittergranate, Stimpack. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Dann habe ich jetzt hier den Schlüssel. Aktiviere den Hauptenergieschalter. Leute, der große Moment ist gekommen. Und es ist sogar Abend. Wir können es direkt genießen. Was ist denn da? Ah, Leute, es wird so gut werden. Ich muss die Waffe erstmal wegpacken. Oh, Moment, ein Safe. Moment, den muss ich noch öffnen, Leute. So viel Zeit muss sein. Ah, wir müssen diesen Moment genießen, Leute, wenn jetzt gleich das Licht angeht. Stellt euch mal vor, ihr seid nachts im Freizeitpark, am besten noch alleine. Und dürft dann das Licht anschalten.
alle Fahrgeschäfte gehen los und ihr dürft dann alles ganz alleine fahren. Das wäre voll der Traum. Ah, ja, es geht los. Ah, ist das herrlich. Wie cool! Wie cool! Okay, wir sollen mit Gage reden. Was soll der denn? Gage ist doch gar nicht bei uns. Der ist doch weg. Muss ich jetzt extra nach Dings reisen und mit Gage reden, oder was? Ich muss zugeben, dass der Park toll aussieht. Wirklich gute Arbeit, Boss. Alles klar. Der Park leuchtet. Oh Gott. Ist echt fast runtergefallen. Hey, es geht aufwärts mit Nuka World und dafür müssen wir dir danken. Mhm. Gutes Gespräch. Okay, schade, wir haben jetzt Gage nicht dabei. Sprich mit Gage. Super. Ja, das ist wahrscheinlich darauf ausgelegt, dass man den noch nicht ausgetauscht hat, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich möchte aber mal jetzt hier zum Starport Nuka, denn jetzt, wo wir den Strom haben, müssten wir ja auf den Tower hochfahren können. Das möchte ich jetzt als erstes machen, damit ich das nicht vergesse. Erstmal gibt es da bestimmt auch einen tollen Ausblick. Und da haben wir noch so einen Starkern. Das sind ja sowieso noch 3 Starkerne, die ich auch noch sammeln muss. Dann kriegen wir die Powerrüstung, die unten drin ist. Da muss ich mich auch nochmal informieren, wo wir die bekommen. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Episoden erstmal hier in Nuka World wieder weiter rumlaufen. Jetzt ist das Licht ja an, dann lohnt sich das noch mehr und wir können vielleicht auch Riesenrad fahren, ja toll. Und die ganzen Fahrattraktionen, die vorher nicht liefen, laufen jetzt. Manche liefen ja komischerweise trotzdem. So, Star Control. Da gab es einen Aufzug und der war oben. Was ist denn der blöde Eingang? Hier. Toll, ich bin einmal falsch rumgelaufen. Ah, warte mal, der ist das nur zum Runterholen. Okay, klar, hier muss ich drauf drücken. Nach oben. Ja, Strong! Bist du auch so aufgeregt? Es sind jetzt auch die ganzen Leuchtreklamen und so beschriftet im Park. Wow, das ist ganz schön hoch. Okay, hier geht's raus. Ja, du bist doch ein Arschloch. Du magst ja eh nichts. So, Starkern. Ach, Leute, ist das schön. Seht ihr, das ist jetzt alles schön beleuchtet. Oh, ich muss die Achterbahn fahren. Das muss ich als erstes machen. Oh, guck mal, Leute, wie schön das alles ist. Ich muss die Achterbahn fahren hier, die Achterbahn im Dunkeln. Da muss ich jetzt unbedingt hin. Strong, du kannst am besten hier bleiben, du bist ein Miesepeter. Den Starkern setze ich jetzt noch eben schnell ein. Dann haben wir 32 von 35. Dann fehlen mir nur noch die 3, die irgendwo in der offenen Welt rumliegen. Ja, das wird echt eine Herausforderung, die zu finden. Starport, Luca, Museum. Okay. Noch einen weiter runter, stimmt ja. Und dann muss ich mal die Achterbahn suchen. Mein Inventar müsste ich eigentlich auch leeren, aber keine Zeit. Ich muss jetzt hier den Freizeitpark besichtigen. So. 3 Stück fehlen noch. 1, 2 und den dritten muss ich ja mal gucken, wo ich den reinsetze.
Irgendwo muss noch ein Slot sein. Das wird dann auch eine Herausforderung, wahrscheinlich den letzten Slot zu finden. Ist ja immer so, ne? Der letzte fehlt dann. So, wie hieß denn nochmal diese Achterbahn? Starport Nuka? Vault-Tec? War das Vault-Tec im... Vault-Tec im Sternenhimmel war es nicht. Starlight Interstellar Theater war es auch nicht. Robco Kampfzone war es nicht. Nuka Galaxy. War es Nuka Galaxy? Müsste eigentlich, oder? Wenn es ein Fahrgeschäft war, was hier auf der Karte gekennzeichnet war, dann müsste es eigentlich Nuka Galaxy gewesen sein. Mal reinschauen. Auf jeden Fall sieht das aus wie die Wagen. Ich hoffe, dass das fährt, das Ding. Vielleicht fährt ja auch die Achterbahn draußen. Die Anaconda oder wie die hieß. Aber da waren die Gleise kaputt. Ah, hier waren auch die Gleise kaputt, ne? Aber hier gab es dieses System. Es hat gesagt, wenn die Energie wiederhergestellt wäre, dann würde es ein Gleisaufräumsystem geben oder irgendwie sowas. Die Kolonie auf Cola 5 wird angegriffen. Oh, die Kolonie auf Cola 5 wird angegriffen. Seid ihr böse? Wieso sind die jetzt nicht mehr böse? Merkwürdig. Und die ganzen Ansagen funktionieren auch. Mit mir können Sie die Galaxie erobern. Nuka Girl heißt sie also, okay. Schaut mal, die ganzen Roboter sind irgendwie wieder aktiv. Die habe ich ja alle schon gekillt. Oh, Leute. Sag bloß, ich kann hier einsteigen. Das wäre voll super. Mit Powerrüstung sogar. Oh, das ist super. Ja, Abfahrt. Bitte bleiben Sie angeschnallt in Ihren Sitz. Hände und Füße nicht auf. Wuhu! Nuka World ist nicht da, sondern verloren ist. Ich kann den Kopf leider nicht drehen. Er macht das automatisch. Wuhu! Ich wusste, es ist eine Achterbahn im Dunkeln. Oh oh. Okay, das kann ich auch noch einmal machen. Wow, cool. Wuhu! Boah, ich hab voll Gänsehaut. Das ist ja mega cool. Oh Gott, nein, die Geschütztürme. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, geil. Ich würde die Achterbahn so gerne fahren, in echt. Mega gut. Boah, jetzt werden wir richtig abgeschossen nochmal. Oh nein, werden beschossen. Außerirdische Schweine. Sterbt. Ich will gerne zurückschießen. Oh, wie gut ist das denn? Ohne Quatsch, ey. Wow, es geht noch weiter. Yay. Yeah. Wuhu. Oh, ist das gut gewesen. Bleiben Sie sitzen, bis die Wagen halten. Lassen Sie keine Gegenstände zurück und seien Sie vorsichtig beim Aufsteigen. Oh, begeisternd ist das. Alter Strong, bist du mitgefahren oder was? Hast du das gesehen? Krass. Also das war ungelogen. Ich glaube, es war das geilste Fallout-Erlebnis, was ich bis jetzt hatte. Also. Boah, ich bin gerade richtig sprachlos. Also es war ja jetzt eigentlich was ganz Simples, so gesehen. Natürlich packt mich das nochmal mehr als andere, weil ich total der Achterbahn-Freak bin. Es gibt auch keine Achterbahn, die mir krass genug ist. Also in Deutschland langweilen mich alle Achterbahnen eigentlich. Was ist jetzt hier wieder rumgeballert? Sind die Roboter jetzt doch wieder aggressiv? Oh, Riesenrad muss ich fahren. Ich muss Riesenrad fahren, schnell zum Riesenrad. Aber... ohne Quatsch. Also ich glaube, dass ich während des gesamten Spiels jetzt in fast 300 Episoden keinen Moment hatte, den ich so überragend fand wie jetzt gerade. Abgesehen von dem Moment, wo ich das Spiel das erste Mal gestartet habe. Da kann ich mich auch noch freuen, weil ich einfach Monate auf Fallout 4 gewartet habe.
Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich da auch Gänsehaut hatte, als dann der Trailer losging mit Krieg bleibt immer Krieg oder Krieg bleibt immer gleich, sagt er, glaube ich, im Deutschen. Ja, Krieg bleibt immer gleich, sagt er, ist ein bisschen komisch übersetzt. Naja, auf jeden Fall, da hatte ich auf jeden Fall auch Gänsehaut, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber das war gerade echt ein krasser Moment. Richtig geil. Kann ich mich hier zu dem Skelett setzen? Muss ich das selber starten hier, oder was? Yay! Wuhu! Riesenrad! Begeisternd! Ah, überragend! Überragend! Oh, die Kotzmühlchen! Alles fährt! Alles ist vergast auch. Natürlich. Immer noch. Oh, ist das herrlich. Leute, wie geil ist das denn? Ich liebe ja Riesenräder allein dafür, dass man einfach den ganzen Park, also alles, was so hoch ist, Riesenräder, hohe Achterbahnen, die freistehen oder auch Kettenkarussells und sowas große. Na komm, gib mal Gas, du bist ja immer langsamer. Ach, der checkt, wann ich eine Runde gemacht habe. Eine Runde ist aber ein bisschen mickrig. Jetzt gucken wir mal zur anderen Seite raus. Ich liebe die Sachen, diese Fahrgeschäfte nämlich alleine dafür, dass man den ganzen Park überblicken kann. Oh, wie geil. Guck mal, die Achterbahn da hinten. Fährt die etwa auch? Das wäre voll super. Das wäre voll super. Ich glaube aber, die ist kaputt. Aber nachschauen können wir mal. Ich porte mich mal rüber. Das ist ja hier in Dry Rock. Mulligans Minenwagen-Achterbahn ist das ja. Ja, irgendwie ist jetzt ein bisschen seltsam, wenn sich das alles weggeräumt hätte, nur dadurch, dass ich den Strom angeschaltet habe und dass sich auch Gleise aufgebaut hätten. Aber möglich ist es, keine Ahnung. Hier die Space-Achterbahn lief ja jetzt auch, obwohl ich das schon alles zerstört hatte. Oh, beste Folge ever. Achterbahn fahren in Fallout 4. Der Hammer. Cool, wenn man selber eine Achterbahn bauen könnte. Achtung, eine Auf PC gibt's bestimmt eine Mod. Die 1- und 3-Uhr-Vorstellungen von Oswald der Ungeheuerliche sind ausverkauft. Okay, hier ist die Warteschlange. Hier geht's dann rein. Ist das denn die Minenachterbahn? Ja, ne? Ich schau mal nach. Vielleicht kann ich die wirklich fahren. Schauen wir mal nach. Aber die sah schon ziemlich wüst aus. Letztes Mal. Aber vielleicht habe ich Glück. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sonst noch coole Sachen gibt, die man fahren kann. Ach, guck mal, die ganzen Roboter funktionieren jetzt auch. Ich denke mal, der Wartebereich geht dann hier weiter, ne? Links war ja nur dieser Souvenirshop. Wenn ich mich da richtig erinnere. Im Wartebereich solche Sachen liebe ich auch immer, wenn das so authentisch nachgebaut ist. Mit Leichen und so. Nee, ihr wisst, was ich meine. Wenn dann die Kulisse so richtig cool ist und man nicht einfach nur einen Wartebereich hat, wo es rechts, links geht, sondern wirklich so Sachen hat, die man angucken kann. Hier, Matt Mulligans Minecart Coaster. Okay, der sieht nicht so aus, als würde er fahren. Was eigentlich voll schade ist. Weil er ist... Er wirkt fast intakt. Er ist nur ein bisschen kaputt. Oh. Verdammt. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, falls es noch irgendwas gibt, was man noch ausprobieren kann, was man noch fahren kann, dann werde ich das machen. Ansonsten werde ich jetzt damit verbringen, die nächsten Episoden allgemein ein bisschen den Park zu erkunden. Außenrum, wir waren ja außenrum, haben wir noch gar nicht viel gesehen. Wir haben nur die einzelnen Themenparks gesehen, aber nicht das, was drumherum kommt. Ich würde sagen, das lohnt sich jetzt auch gar nicht mehr groß damit anzufangen. Deswegen würde ich sagen, beende ich die Folge hier, denn es lohnt sich jetzt nicht mehr, jetzt hier nochmal groß in die weite Welt rauszulaufen. Werde ich jetzt meine Power-Rüstung noch reparieren und meinen ganzen Schrott wegbringen. Und dann würde ich sagen, ich freue mich sehr auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
hier beim Fallout 4 DLC Nuka World. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent.